Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung, RSFC Kaiserslautern. Ich finde Kaiserslautern ein sehr interessanter Verein. Ja, das weiß ich, dass ich so sage, aber ich finde, ich bin Kaiserslautern-Fan, ja, und Malte Jenny Madness auch. Und Kaiserslautern-Fan. Aber ich finde von Kaiserslautern ist gute Mannschaft, das weiß ich auch. Aber das geben auch ein paar Punkte, das nicht so gut macht. Von Anfang von Saison von Kaiserslautern war sehr, sehr, sehr gut. Aber so Schluss, dann wieder Hu und Hopp. Hu und Hopp. Du weißt, was ich meine. Ich meine von Kaiserslautern, Anfang hat sehr gut gekämpft und gut gespielt. Oft von Siege oder Unentschieden. Aber von Ende von Saison. Es war ein bisschen. Was soll ich großartig sagen? Ich finde von Saisonende von Kaiserslautern. Das war etwas schlecht. Und das finde ich. Aber geben auch ein paar Punkte. Kaiserslautern auch wieder besser werden kann. Klar, haben wir jetzt guten Leuten wir haben. Und das weiß ich auch. Aber von Kaiserslautern geben auch ein paar Punkte besser werden kann. Aber es Obermann gerade von 2023, 2024, ja, haben wir extrem gute Spieler geholt. Überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Klar, das wird besser. Aber das heißt noch gar nichts. Ich finde von dieser Saison von Kaiserslautern muss ich halt etwas schlechter stellen von Kaiserslautern. Dass neue Schwung kriegen kann. Ich vermute, Kaiserslautern wieder 40 Punkte suchen, holen, Klassenerhalt bleiben. Ich finde von Kaiserslautern ist geile Mannschaft, ja. Und klar, mein Wunsch ist Bundesliga, mir schon klar, aber ich weiß auch, kannst du auch nicht packen. Vielleicht wie RFC Nürnberg. Ich finde von Kaiserslautern Minimum Tabelleplatz Rang 11 werden. Das finde ich, dass so großartig realistisch ist von Kaiserslautern. Der da wieder was Neues aufbauen kann. Ich vertraue diese Trainer. Überhaupt keine Frage. Panzern, unser Trainer, stolpert ein bisschen. Manchmal. Trainer ist auch nur ein Mensch. Klar, das machen auch manchmal Fehler. Gleiche wie Fußballspieler. Aber geben auch ein paar Punkte, dass
richtig macht oder von falsch. Bezieht halt. Und meine Meinung von diesem angepackte Block über ein Schenkpapier von diesen Zaun da außen rum. Klar, da wird immer mehr Leuten und immer mehr Fans reinkommt. Das weiß ich auch. Aber wir leben davon, von Kaiserslautern. Wir leben es sowas. Unsere Westkurve, bitte noch mehr von Fans von Kaiserslautern unsere Westkurve voll machen, richtige Stimmung machen. Ich will toppen von Dynamo Dresden, von Fans. Davon kann Kaiserslautern auch. Das kann noch besser. Dynamo Dresden ist mal ein richtig Krach. Gleiche wie Kaiserslautern auch. Aber das ist etwas, ich finde, von Kaiserslautern viel zu leise. Dynamo Dresden hat einen Schlachtruf. Immer rufen, du, von sowas ist. Oder du. Von Dresden, von sowas ist. Aber von Kaiserslautern kann man auch das ja machen. Da heißen gar nicht, dass es noch gleiche wie diese Mannschaft ist. Von Dynamo Dresden. Unser Schlachtruf muss mal lauter werden. Wir, unsere Teufel, schreien von ganzem Stadion, unser Fritz-Walter-Stadion, müssen noch lauter sein. Noch lauter, wie früher ist. Extrem laut sein. Wie Champions League von früher war. Oder Europa League. Keine Ahnung von diesen Sachen da. Aber jedenfalls muss lauter sein. Von Kaiserslautern. Dann müssen richtig brüllen. Ein Teufel muss her. Unser Herzenverein von Kaiserslautern muss noch lauter sein. Noch lauter wie sonst. Und dann werden unsere Männer rüber pushen und noch mehr Tore schießen. Ja, das ist großartig meine Meinung von SFC Kaiserslautern. Dann gerne mir abonnieren. Wegen meiner Meinung, meine Meinungen von Videos über Fußballvereins, Bundesliga, ich habe schon fertig gemacht. Zweite Bundesliga, ich glaube, Hälfte gemacht. Und dritte Liga werde ich auch noch machen. Und auch regional, vierte Liga mache ich auch noch. Regionalliga. Aber das geht jetzt gerade Kaiserslautern. Tempo! Noch lauter wie sonst. Noch lauter wie letzte Saison. 2022, 2023. Müssen noch lauter sein. Unsere Seele rausbrüllen. Von unserem Teufel, von Kaiserslautern. Ich sage euch mal viel Spaß mit diesem Video, lieber Kaiserslautern. Dann gerne mir abonnieren, kann gerne auch Kirchenglocke anmachen,
kann Videos hier passen. Und Däumchen und eure Meinungen in die Kommentare reinschreiben. Viel Spaß mit diesem Video, lieber RCFC Kaiserslautern.